Hallo, ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. Lieber mal einen Blick riskieren und sich dafür nicht genieren. So, hallo meine Lieben, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Und was haben wir diesmal? Ja, diesmal haben wir Teil 3 von der MBK, weil manche Dinge gestalten sich halt schwierig. Und hier müssen wir jetzt ran und weitermachen, weil das Ding muss top sein. Ob ich drauf bin, wenn ich hier stehe. Oh, knapp. Ja, hört ihr die Glocken? Das sind die Glocken von Jericho, oder wie das heißt. Ja, es wird echt warm. Es ist nämlich 12 Uhr mittags. Ja. Gleich kommen sie, wie im Western, 12 Uhr mittags. Gary Cooper oder wie der hieß da. Ne? Ich ziehe die Jacke mal aus, ne? Weil es warm ist. So, dann haben wir jetzt hier die MBK. Und jetzt ist das Problem, ja, die war ja länger abgemeldet. So, und was passiert? Dann muss man eine Vollabnahme machen. Das heißt, wir müssen hier wirklich hundertprozentig arbeiten. Ne? Und deswegen probieren wir jetzt erstmal, wo sie ein paar Tage gestanden hat, was hier passiert, wenn wir den Zündschlüssel umdrehen. Also ich würde mal sagen, gut, der Luftfilter ist noch offen und die Abstimmung vom Vergaser fehlt noch. Ich gebe jetzt auch mal Gas. Aber da kann man drauf aufbauen. Als nächstes kümmern wir uns jetzt natürlich hier drum. Und zwar um die Variomatik, um die Kupplung. Dazu müssen wir hier doch einiges montieren, so wie ich das sehe. Das hier und dann kommt erst der Variodeckel. Aber vorher müssen diese Abdeckungen ab. Weil es könnte sein, dass da doch der Riemen ausgehärtet ist oder irgendwelche Katastrophen sind. Ich habe jetzt 3 Kreuzschrauben gelöst. Das heißt, ich kann das losmachen und hier unten ist eine Schelle. Die habe ich auch gelöst. Jetzt nehme ich das hier mal weg und mache das nur mal runter. Ja, so. Das ist weg. Dann gucken wir hier mal hin. Ja, ich hole das mal einen Tick näher ran. Ja. Dann seht ihr, das ist hier so ein Filter. Ja, der soll die Luft filtern. Ne? Und wenn man sich den anguckt, dann sieht man, da ist wohl schon lange nichts mehr gefiltert worden. Ja, die Sonne knallt ein bisschen. Seht ihr, das ist ein normaler Kreuzschlitz. Jetzt haben wir hier folgendes Problem. Das Teil lässt sich wirklich nicht lösen. Jetzt habe ich aber der Gerät. Jetzt nehme ich der Gerät mit dem Kreuzschlitz drauf. Ich hoffe, dass es die richtige Größe ist. Setze das hier an und dann mache ich und hoffe, dass diese Schraube sich jetzt löst, bevor ich sie vergeige. Seht ihr? Hat geklappt. So, dann können wir hier dieses Schutzgitter abnehmen. Und dann können wir hier ist so eine Art Filter, den können wir dann auch abnehmen. Wenn wir dann diese Schraube hier gelöst haben, das ist ein 6er Imbus, dann haben wir hier, müssen wir gucken, dass wir das so ein bisschen auseinander kriegen. Entweder machen wir hier so ein bisschen so, oder wir versuchen, ob wir das kanten können, aber das sitzt alles so fest, weil das so lange schon drauf sitzt. Ne? Das wird ein bisschen problematisch. Mal gucken, wie ich das abkriege. Eventuell mit dem Gummihammer so ein bisschen beigehen, aber vorsichtig. Ne? Ja, ne? Da sitzt alles mögliche, Kurbelwelle, da sitzen die Zahnräder. Wenn er da mit dem Hammer draufhaut richtig, dann macht er alles kaputt. Das geht ja wieder rund. So. Ei, 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 ei. Hier haben wir genau das gleiche Problem, dass wir hier 2 Schrauben haben. Ich habe die schon gelöst. Ne? Die hier war schon kurz vorm Ende, dass sie im Grunde genommen schon fast den Geiz aufgegeben hat.
Aber ich hab's noch geregelt gekriegt. Hier könnt ihr mal sehen. Ja, also das ist okay. Und bei der anderen hier habe ich natürlich wieder der Gerät genommen. Das müsst ihr ganz gezielt einsetzen. Beziehungsweise ich habe es bei beiden genommen. Dann konnte ich sie lösen. Dann kann ich diesen Kreuzschlitz nehmen. Und dann packen wir uns das alles gleich weg. Und dann müssten wir normalerweise das Teil hier abnehmen können. Und dann sehen wir, hier ist so ein Schlauch. Ne? Oder wir können eventuell Folgendes machen, was noch schöner wäre, aber das wäre das. Ich glaube, es ist nur die Halterung, dass wir die Schrauben hier wieder reindrehen. Aber das lassen wir mal, weil wenn wir den angucken, hat der wohl eine Reinigung verdient. Ich zeige euch jetzt das Gerät mal. Habe ich schon öfters gemacht, aber ne, kostet nicht wahnsinnig viel Geld und ist wirklich hilfreich. Dann habe ich jetzt hier mal nach oben geschwenkt. So, ne, seht ihr, jetzt können wir beigehen und können den eigentlichen Vadio-Deckel lösen. Und wenn man sich den anguckt, ist natürlich klar, da war eine Abdeckung, da ist reichlich Dreck hinter. So, ja, ich habe jetzt hier alles versucht. Hier, Rostlöser, ne, WB40, ein Kram. Ne, weil, wie das so ist, sind alle möglichen Schrauben, haben sich lösen lassen, diese hier nicht. Ne, und hier wird jetzt wahrscheinlich Folgendes passieren. Die wird mir wahrscheinlich jetzt wegfliegen. Weil ich spüre das schon. Da. Habt ihr das gehört? Was natürlich richtig scheiße ist. Ne, entschuldigt, wenn ich so eine Ausdrücke benutze. Weil hier haben wir es. Und das ist jetzt die zweite, die im Grunde genommen kaputt ist. Das ist nicht schön. Nachdem wir jetzt hier das abgekriegt haben, war ein bisschen mühsam, aber das kennt er ja bei mir, einfach kann jeder, habe ich festgestellt, der Riemen selber sieht gar nicht schlecht aus. Ne, ja, das kenne ich wohl. Ne, wenn ich vor dem Spiegel stehe, sieht meiner auch nicht schlecht aus. So, und auf jeden Fall, ne, ist das soweit okay. Und wir machen jetzt mal Folgendes. Weil das bei dem Modell geht das. Ne? Ansonsten würde es mir die Kamera zerstören. Dann hören wir, dass sich das alles verhältnismäßig normal anhört. Die Kupplung greift, das ist alles eigentlich soweit okay. Aber ich wäre nicht Roller Rolf, wenn wir es trotzdem abbauen und kontrollieren, ob das in Ordnung ist. Ja, weil das ist so alt. Bei den Alten muss man alles kontrollieren. Wenn wir hier gucken, dann sehen wir hier diese Abdeckung, hier sehen wir diesen Filter. Das sieht nicht wirklich aus, als wenn da jemand irgendwas schon mal sauber gemacht hätte. Also machen wir das. Hier haben wir den Vadio-Deckel von innen und die Dichtung. Das sieht alles noch verhältnismäßig normal aus. Ich drehe den jetzt mal kurz um, damit ihr die andere Seite seht. Ne? Ja. So, wenn wir jetzt hier gucken, naja. Der ist ein bisschen angegangen, aber das kann man sauber machen, ja. Ja. Vergasergitti ist ja auch da und Frau, ne? Die macht das so sauber. Das wird top. Seht ihr, Brigitte schleift das gerade ab da mit ganz feinem Schmirgelpapier, ne, damit das ordentlich sitzt, wenn wir den Vadio-Deckel wieder drauf machen. Obwohl, das dauert wohl noch ein bisschen. Vorne an der Vadio habe ich schon mal losgemacht. Jetzt mache ich hinten an der Kupplung noch los, ne? Und dann hoffe ich, ja, ich habe hier diesen Booster dran, da muss man immer den Knopf drücken. Und dann hoffe ich, sieht so aus. Jo, die ist auch los. Dann können wir die Kupplungsglocke schon mal runternehmen.
So, dann seht ihr mal, wie die Belege aussehen. Ja, die Kupplung ist also soweit hinten ab. Wir sehen, es ist noch genügend Futter drauf. Das ist okay. Die werden wir nur mal so ein bisschen mit feinem Schmiegelpapier abschmiegeln. Dann sehen wir hier die komplette Vario, ne, mit den Vario-Kugeln. Die Vario-Kugeln sehen auch noch verhältnismäßig gut aus. Hier hat er ein bisschen Abrieb, aber er hat keine scharfen Kanten. Also das sieht alles verhältnismäßig gut aus. Und deswegen gehen wir jetzt mal bei, legen das erstmal zur Seite und sehen mal weiter. Wenn das alles runter ist, kontrollieren wir gleich hier mal die Simmerringe, die vom Getriebe kommen. Also den Simmerring, der vom Getriebe kommt, der sieht aber gut aus, der ist trocken. Dann machen wir das gleiche Spiel natürlich auch vorne. Vorne können wir das nicht sehen, weil hier noch der Freilauf sitzt, beziehungsweise ne, die Zahnräder für den E-Starter. Aber wir sehen, dass hier unter alles sehr trocken ist. Das heißt, auch von der Kurbelwelle der Simmerring sollte dicht sein. Weil ihr habt hier ein anderes, hier haben wir ein anderes System. Seht ihr? Ne, hier ist praktisch der Freilauf und hier sind die Zahnräder, die dann dafür sorgen, dass der E-Starter den Motor anschmeißt. Jetzt machen wir mal Folgendes. Das müsste eigentlich funktionieren, weil ich das immer wieder höre. Ja, mein Motor springt nicht an und dies und jenes, das Hinterrad dreht sich nicht, ne, und all so ein Kram, was da erzählt wird. Bei diesem Modell müsste jetzt normalerweise der Motor auch laufen. Ja, dauert ein bisschen, ich muss hier erstmal rumgehen. So, und jetzt probieren wir mal. Seht ihr, dass der Motor läuft und da hinten, wo die Kupplung sind, bewegt sich gar nichts, weil das ja durch den Keilriemen kommt. Ach, ja, meine Lieben, ne? Ja, meine lieben Rollerfreunde. Muss man wieder Pause machen, ne? Ja, jetzt haben wir noch einen zweiten Roller hier stehen, den man schnell um die Ecke geschoben hat. Ich habe gedacht, komm mal rum, dann können wir gucken. Naja, ist auch eine mittlere Katastrophe. Da werden wir mal gucken, ob wir das Ding hinkriegen. Ja, da hilft mir aber mein Praktikant. Ne? Ja, der kriegt das ganz gut in den Griff. Ich muss dann nur hier ab und zu mal meine Erfahrung mit einstreuen. Ne? Ja, ist schlecht jetzt hier. Im Augenblick, ne, mache ich gerade Raucherpause. Ne? Also das heißt, ich rauche nicht. Mal gucken, ob der Kaffee okay ist. Und dann werde ich gucken und weitermachen an der MBK. Es gestaltet sich alles ein bisschen schwierig, weil das alles so lange schon da steht und ich auf war. Und dann, naja, muss man halt gucken, das Ding muss top sein, weil der braucht eine Vollabnahme. Ja, und ich habe sonst immer gedacht, ich rauche noch mal eine. Ja, ich lutsche noch mal ein Bäulchen und dann mache ich weiter hier. Okay. Seht ihr? Ja. Na, wir sind im Augenblick, machen wir Raucherpause. Mal gucken, wie lange wir das durchhalten. Na, ja, und was hat Gitte gesagt? Na, von der Prinzin war. Ja, Küssen. Küssen verboten. Bei mir nicht. Ich küsse mal. Ja, er will mich nur sexuell ausbeuten. Das kennen wir doch schon. Ja. Seht ihr da? Na, ja. Na, ja, das ist die... Ja, das ist die Praktikanten- und Lehrlingsecke da. Die müssen sich erstmal beweisen. Ne? Ja, aber sie kriegen das hin. Ne? Ja, Leute, ich muss immer auf Springer machen. Ne? Ja, ich muss immer von da, ne, von der MBK hier mal schnell rüber. Ja, weil wieder jemand, der nett war, ich habe gesagt, komm mal vorbei. Hm? Ja, wir haben da nur ein kleines Problem. Irgendwie, der Roller springt nicht an und... Ne? Ja, stand jetzt auch schon länger. Wir haben jetzt erstmal den alten Sprit abgelassen. Den zeige ich euch gleich nochmal. Der sieht ungefähr so aus wie bei alten Männern, wenn die nachts raus müssen. Und so und müssen, wie heißt das? Man muss ja politisch korrekt sein. Unanieren. Es ist auf jeden Fall ein Zweitakter.
Ja, eine Serra F50 oder so, was weiß ich. Ja, wie diese Flieger. Gibt es ja auch F50. Das ist eine Serra, die älter ist und ein Zweitakter und die leider lange gestanden hat. Und jetzt werden wir gleich mal zusehen, dass wir die zum Rennen kriegen. Also wir haben hier jetzt gerade dieses Frittenfett rausgelassen. Und so, es sieht so ein bisschen aus, ja, als wenn ich nachts raus muss, habe ich euch ja schon gesagt. Ich komme mit den Ausdrücken durcheinander. Ja, und dann hat mein Praktikant, der Praktikant kommt aus diesem Land. Ne? Der hat mir sehr geholfen dabei, damit wir diese zwei Pflegefälle auch geregelt kriegen. Ja, weil warum? Ne? Bei uns wird Deutsch gesprochen. Oh, darf man das sagen? Ja, also wir haben jetzt Vergaser sauber gemacht, neuen Sprit drauf gemacht. Ne? Also ich habe nur immer kontrolliert. Ich habe ein bisschen den Chef raushängen lassen. Jetzt drehen wir hier den Schlüssel rum. Dann haben wir hier den Kickstarter. Wir haben natürlich vorher schon mal ein bisschen geprobt, ne? Damit der im Vergaser wieder ein bisschen Sprit reinkommt und dralala. Und jetzt schauen wir mal, was er macht, wenn ich den hier runtertrete. Hier, seht ihr, der funktioniert noch nicht. Da müssen wir noch mal ran, aber über Kick. Über Kick funktioniert das schon mal. Und wir haben eine ganze Menge zu tun. Ja, wir arbeiten Tag und Nacht an uns, damit wir uns weiterbilden. Und wir bauen das Ding jetzt zusammen. Elektrik ist nämlich so, da kann man manchmal Stunden und Tage suchen. Und dann sehen wir mal weiter. Ich glaube, ihr werdet den Roller irgendwann mal in seiner ganzen Pracht sehen. Passt er an? Ja. So, auch wenn ich der Verantwortliche bin, ne? Ja, und hier nicht wirklich dran geschraubt habe, muss ich was machen? Probefahrt. ZDF habe ich übernommen, Vergaser geht das. So, ich wäre nicht Rollerrolf, wenn ich den auch was gefunden hätte. Der Ständer hier. Ja, da müssen wir mal irgendwie sehen, dass wir das ein bisschen gängiger kriegen. Das ist ja übelst. Wir legen natürlich da ein Tuch unter, damit das hier nicht wegen der Umwelt und so, wegen der Verschmutzung, ne, sprühen den ein. Ja, der geht nicht ganz runter, also beziehungsweise nicht ganz hoch. Also runter nicht und hoch geht er auch nicht. Ihr kennt das ja, wenn ihr nicht mehr die Jüngsten seid. So, auf der anderen Seite sprühen wir auch ein. Hier die Feder und die Schraube. Naja. Und dann sollte das hoffentlich besser gehen. Tja, das muss gleich wieder in der Garage, das Ding. Ne? Weil morgen wird sie abgeholt. Aber erstmal kriegst du noch ein bisschen die Dröhnung. Ja. So, ich muss jetzt hier noch ein bisschen Luft drauf machen. Ich hatte so das Gefühl, dass der wenig Luft drauf hat. Mal gucken, ob hier noch genug Dampf ist. Ja, geht. Ja, ich glaube, 2 Bar muss er vorne kriegen.
Na? Ich. So, hinten auch noch. Wo ist es? Ich sehe es gar nicht. Ach, da oben. Ja, das klappt so nicht. So, hinten auch noch. Ja, wenn ihr da keine Luft drauf habt, ne, dann fährt sich das Ding ja wie ein Bund Wurzeln. Ne, ja, weil die muss ich morgen wohin fahren. 1,8, 1,9.